Über Generationen hinweg bewachten die mächtigen Barbaren unermüdlich den Berg Ariad und die Geheimnisse in seinem Inneren. Doch vor 20 Jahren zerbarst der heilige Berg und die Länder der Barbaren verwandelten sich in ein verkohltes Ödland. Die einstigen Verteidiger des Ariad zerstreuten sich in alle Winde, niedergedrückt von Schuld, verloren ohne den wilden Stolz, der einst in ihren Herzen brannte. Doch einer unter ihnen sucht nach Hoffnung. Den Kampf gegen das Böse, das von Sanctuario Besitz ergriffen hat, sieht er als Weg, um den Barbaren ihre Kultur und ihren Kampfgeist zurückzugeben. Und damit ihr Leben. Der Barbar ist eine Ein-Mann-Armee. Mit seiner gewaltigen Körperkraft kann er gegen ganze Dämonenlegionen anstürmen und jeden Gegner, der ihm im Weg steht, mit brachialer Gewalt zerfetzen. Ihr habt gegen mich keine Chance. Nur im Kampf fühlt sich der Barbar wahrhaft lebendig. Wenn er Schaden verursacht oder erleidet, gewinnt er Wut hinzu. Eine urtümliche Energie, die seine Angriffe immer wilder und vernichtender macht. Wenn seine Wut ihr Limit erreicht, wird er zu einer unaufhaltsamen Naturgewalt. Er pflügt sich mit Wirbelwindangriffen durch seine Gegner oder reißt den Boden mit mächtigen Erdbeben auf. Niemand hält mich zurück. Der Barbar trotzt brutalen Angriffen, die andere Sterbliche töten würden. Seine natürliche Widerstandsfähigkeit verstärkt er durch gewaltige Plattenrüstungen und Schilde. Wenn sich das Schlachtenglück doch einmal wendet, stößt er ohrenbetäubende Kriegsschreie aus, die seine Wut steigern oder seine Verbündeten stärken. Dem Barbaren scheint zwar die Finesse zu fehlen, doch seine Waffenkenntnisse sind beispiellos. Dieser unvergleichliche Kämpfer kann sich mit einer Nahkampfwaffe in jeder Hand durch seine Feinde pflügen oder sich mit gewaltigen, beidhändigen Schwertern, Äxten und anderen Waffen ausrüsten. Mit seinem umfassenden Kampfwissen ist er nicht aufzuhalten. Stark und edel, furchtlos und entschlossen. Der Barbar ist ein Krieger durch und durch. Nur wenn ihr einen eisernen Willen besitzt und das Schlachtfeld durch eure Größe und Wildheit beherrschen wollt, solltet ihr den ehrenvollen Weg des Barbaren einschlagen.